und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal wieder mit Besuch. Immer wenn ich irgendwo eine Kiste oder einen Karton habe, muss Timmy natürlich erstmal gucken, was das ist. Da freut er sich dann immer ziemlich drauf, weil in jede Kiste, die man irgendwo öffnet, will er natürlich dann reinkrabbeln. Schaut mal, wie er das genießt. Ah, der liebt es, wenn man ihn unten am Kinn krault oder hinter den Ohren. Ja, aber jetzt muss er erstmal runter, bevor er seinen Karton kriegt. Denn erstmal müssen wir den Karton natürlich entleeren. Ja, ihr seht, Diamond Art Club. Muss man nicht viel dazu sagen, oder? Ich habe mir eins nämlich der Harry Potter Bilder bestellt. Ich muss es einfach haben. Und wollen wir mal gar nicht lange drüber reden. Das ist es. Ich wollte mir die Hedwig gönnen. Und hier ist sie jetzt. Und das ist sogar ein ganz spezieller Karton. Es ist nämlich wirklich ein Harry Potter Karton. Diesmal in Gold. Richtig cool. So schön gemacht. Und ihr seht, dieses Bild hat runde Steinchen. Es ist 56 x 46 cm groß. Ist jetzt nicht so riesig, aber ich freue mich trotzdem drüber. Dafür, dass es nicht so groß war oder groß ist, hat es ganz schön viel gekostet. Aber ich konnte nicht anders. Übrigens, ihr seht das, auch hier hat dieser Karton einen wunderschönen holo-artigen, ja, Effekt. Und wir haben anscheinend ein neues Toolkit mit dabei. Und ich bin da sehr gespannt, wie dieses neue Toolkit jetzt hier in dem Karton drin ist. Ich bin sehr gespannt. Hier haben wir nochmal unser Bild. Wir haben 47 Farben und 2 AB-Farben. Und was ich richtig schön finde, jetzt steht hier auch noch direkt mit drauf, wie viele Steinchen wir dabei haben. Insgesamt hat dieses Bild 45.372 Steinchen. Gut, reden wir mal nicht lang. Wir machen mal direkt den Karton auf. Noch kurz mit dem Skalpell noch die Folie einschneiden. Finde ich übrigens immer echt gut, dass da noch mal so eine Folie rundherum ist. Okay, Timmy hat den Karton gefunden. Ich bringe mal ganz kurz Katze und Karton raus in den Flur. Jetzt kann Katze mit dem Karton spielen, ohne dass wir sehr blästig werden vom Lärm. Ja, ich finde es gut, dass dieses Papier mit ringsrum ist, falls doch mal ein Bild einfach nur vor die Tür abgestellt wird. Es ist einfach gut, wenn es noch mal geschützt ist. Denn ich möchte kein Bild, was irgendwie ja, vom Regen durchnässt ist. Ja, da ist sie. Ihr seht auch, die Bilder, die haben wirklich diesen typischen DAC-Stil. Ne? Das heißt, sie sind pixelig. DAC hat einen ganz speziellen Stil, aber mir gefällt das. Aber mir ist das auch bewusst, dass, ja, dass es halt pixelig ist. Und wir holen mal raus, was wir haben. Unsere Leinwand. Und oh, da ist auch schon unser Toolkit. Verrückt. Und unser Karton ist leer. So. Das Toolkit ist ganz schön proper gefüllt. Wir gucken mal, hier steht sogar drauf, was alles drin ist. Wir haben einen Magic Applikator, einmal einen Komfortgriff, herzgeformtes Wachs, ein Craft Tray, ich denke mal, das ist ein Schiffchen, ein Tray Stopper, einen Multibläser, einen Coverminder und Zipptütchen. Wow, ja, nicht schlecht. Also da gucken wir dann wirklich direkt rein. Das ist für mich nämlich jetzt auch eine Premiere. Hatte ich so noch nicht. Und hier ist unsere Leinwand. Reden wir nicht lang. Wir machen direkt auf, gucken uns die Leinwand an und holen uns auch noch die Steinchen direkt mit raus.
Und da haben wir hier wieder ein kleines Beiblatt mit Thank you for purchase, mit noch ein paar Angaben, was alles mit dabei ist und wie es geht und. Finde ich ganz gut. Brauchen wir aber persönlich nicht. Unsere Steinchen legen wir auch noch mal zur Seite. Und hier ist unser Bild. Wir drehen es mal richtig um. Sehen wir schon den Hintergrund. Und da ist die Hedwig. Oh ja, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich ziemlich drauf auf das Bild. Das wird sehr schön. Ich gucke mal, welche AB-Farben wir haben. Wir haben hier die 1 und die 1, die haben wir, die haben wir hier im Hintergrund. In den, in den Fenstern anscheinend drin. Und dann haben wir die 2 und die 2 ist in der Hedwig und im Mond dabei. Das finde ich cool. Das ist schön eingesetzt von den AB-Farben. Manchmal hat man ja wirklich Bilder, da sind die AB-Farben gar nicht so schön dargestellt. Hier haben wir das nicht. Hier ist es wirklich, finde ich, gut ausgewählt. Wir sind natürlich nochmal gespannt, wie das dann natürlich ist, wenn wir das Bild painten. Ja, und ich denke mal, das wird dieses Jahr auf jeden Fall gepaintet werden. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Am Schluss des Videos werde ich das Bild nochmal unten auf den Boden legen oder nochmal hier so quer über den Tisch per Hand filmen, dass ihr nochmal den kompletten Überblick seht zum Bild. Und jetzt machen wir uns mal über dieses mega coole Toolkit her. Und natürlich auch die Steinchen. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe keine Legende dabei. Also auch keine Klebesticker. Finde ich ein bisschen komisch, aber ich glaube, sowas habe ich schon mal gelesen in der Facebook-Gruppe, dass es bei jemandem auch schon so war. Wer weiß, ob die das jetzt weglassen oder wie auch immer. Ich persönlich werde das einfach einscannen und mir dann mit meinem Sticker-Maker machen. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, gut. Vielleicht kommt es ja noch. Oder ist es wirklich bloß bei ein paar Bildern so und nicht bei allen. Hoffen wir mal das Beste, dass es kein Standard ist. So, okay, das Tütchen ist übrigens aus etwas stärkerem Papier. Es ist trotzdem ein Zipptütchen. Und wir holen mal alles raus, was wir haben. Wow. Und es gibt ein neues Schiffchen. Das ist ja der Hammer. Schaut es euch an. Das ist ein Plastikschiffchen. Und die Wand ist richtig schön hoch. Der Ausguss ist auch schön breit. Es ist auch wieder ein bisschen milchiger, aber trotzdem transparent. Und es hat Goldflitter drin. Mein Gott, ist das ja der Hammer. Dann haben wir hier einen Coverminder, einen richtig süßen kleinen Schmetterling. Mit, oh, boah, guckt euch den Magneten dahinter an. Richtig gut. Das ist ein toller Coverminder. Richtig, richtig schön. Wir haben ein Washi-Tape dabei. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist so ein bisschen Vintage, finde ich. Und ich glaube, da ist ganz schön viel Tape drauf. Also da kommen wir gut hin. Unser Wachs ist wieder in Herzchenform, allerdings diesmal sogar in einem Döschen drin. Finde ich richtig toll. Und wir haben auch wieder 2 schöne große Wachsherzen mit dabei. Das ist ja cool. Dann fällt mir hier noch in die Hand ein Stöpsel für das Schiffchen. Das ist ja auch geil. Das ist ja der Hammer. Schaut es euch an. Also nicht schlecht. Das macht fast die fehlende Legende echt wett. Ich bin mal gespannt, wie das Schiffchen ist, ob ich mit dem genauso gut arbeiten kann wie mit den alten. Aber das finde ich jetzt richtig genial.
So, wir gucken mal, was noch so drin ist. Ja, das war's dann. Dann haben wir hier nochmal ein Zipptütchen mit ganz vielen anderen Zipptütchen. Und wir haben einen Stift. Und so einen Stift hatte ich noch nie dabei gehabt. Das ist ein eigentlich ganz einfacher Stift, aber unser Griff ist blau. Und zwar so blau, bisschen transparent mit Glitzer. Ihr kennt ja bestimmt die einfachen Stifte, die manchmal dabei sind, die transparent mit Glitzer sind. Und jetzt haben wir diesen hier, nur dass dieser leicht blau eingefärbt ist. Das finde ich auch schön. Und natürlich dazu passend ein blauer Squishy. Machen wir mal gleich drauf. Na? Hoppala. Da, der Squishy, der sitzt gut und straff. Das finde ich nicht schlecht. Denn manchmal gibt es so Squishies, die sitzen auf den Stift nicht so wirklich drauf. Und wenn man den painten will, rutscht der vom Stift runter. Ja, und Multiblazer haben wir natürlich auch mit dabei. Wir haben einen 4er Multiblazer und einen 7er Multiblazer. Also wirklich ein sehr, sehr ausführliches Toolkit, finde ich echt, echt gut. Ne? Also legen wir mal alles nochmal hin. Nochmal kurz zur Review. Leider fehlt die Legende, aber dafür haben wir ein mega, mega krasses Toolkit. Und die Toolkits waren ja sonst schon immer wirklich gut, finde ich. Was wir nicht dabei haben, ist eine Pinzette. Aber das ist klar, weil das ist ein Toolkit für runde Steinchen. Bei DAC gibt es die Pinzetten nur bei Bildern mit eckigen Steinchen dabei. So. Ja, das Schiffchen, das lassen wir gleich mal draußen, denn wir gucken uns jetzt die Steinchen an. Und da bin ich jetzt gespannt. Ja, wobei, nein, ich werde die Steinchen jetzt nicht aufmachen. Gucken die uns im Tütchen an, einfach aus dem Grund, weil ich fange das Bild jetzt noch nicht an. Wir machen heute auch keine Paintprobe. Ich weiß, dass DAC einfach eine super Qualität hat. Ja, unsere Steinchen sind nochmal schön beschriftet. Da steht auch Hogwarts and Hedwig drauf. Und ja, auf damit. Also kurz Lärm machen. Und da sind auch schon unsere Steinchen. Wie gesagt, 47 Steinchen und davon sind zwei Farben AB. Was mir hier direkt gleich auffällt, die 310, und zwar ein Tütchen, zwei Tütchen, drei Tütchen, vier Tütchen, vier Tütchen, 310, und zwar proppe gefüllt. Und dann kommt gleich 939. Ich hoffe, ihr erkennt was. Und davon haben wir ein Tütchen, zwei Tütchen, drei Tütchen, vier Tütchen, fünf Tütchen. Fünf Tütchen, 939. Und dann gibt es noch eine Farbe, also ein dunkles Blau, was ein kleines bisschen heller ist als die 939, aber wirklich nur minimal. Und das ist die 823. Und die haben wir hier auch nochmal zweimal. Nicht schlecht. Allerdings haben wir auch hier die 550 zweimal. Das ist schon schönes Lila. Schaut euch die Steinchen an, die sehen wieder echt perfekt aus. Ich habe ja gerade erst ein rundes Bild von DAC fertiggestellt und ich muss euch wirklich sagen, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich hatte kaum Ausschuss und die Steinchen sind so schön gleichmäßig groß. Macht wirklich richtig, richtig Laune. Hier haben wir dann eine AB-Farbe. Das ist unser Weiß. Wundert euch nicht. DAC hat eigene Nummern für die AB-Farben, deswegen steht hier die 141. Es gibt so im Normalen keine DMC-Nummer, die die Nummer 141 hat. Es geht erst ab der Nummer 150 los. Ja, dann kommt hier nochmal Lila. Und Braun. Gott, ich habe jetzt alles ein bisschen ziemlich wusselig hier. Blau. Ein schönes Mint,
die 775, das ist so eine schöne Farbe. Eine meiner Lieblingsfarben. Natürlich braune Farben. Und wieder etwas für mich. Ein Petrolton. Ein etwas dunkler Petrolton. Mit einer braun, blau und ein bisschen grau. Wir haben es gleich geschafft mit den Rumknistern. So, und jetzt kommt hier ein Strang. Da sind etwas kleinere Tütchen dabei. Unter anderem hier einmal ein Grau. Dann das Orange. Das finde ich lustig. In meinem letzten Bild hatte ich auch zwei AB-Farben. Und auch da waren die AB-Farben Orange und Weiß. Dann haben wir hier ein Braun. Grau. Ein... ja, schönes Lila, Fliederlila, fast schon. Dann haben wir hier so eine Art, ja, ziemlich braunstichiges Orange. Oder ist es ein Braun, was Richtung Orange geht? Könnt ihr euch aussuchen. Ein bisschen Rosa. Und nochmal ein schönes Hellblau. Braun, Grau. Nochmal ein schönes helles Lila und ein schönes Gelb-Orange. Nochmal ein schöner Mintton, das ist dann die Farbe 3811. Ah, das sind so, also solche Farben liebe ich ja total. Dann haben wir noch Grau, nochmal ein schönes Blau mit dabei und Lila, nochmal ganz viel Blau. Und hier haben wir ein paar Tütchen mit ein paar wenigen Steinchen. Nochmal so ein bisschen orangebraun, ein sehr blasses Sonnengelb, nochmal wie so eine Art Hautton und ein, ja, so eine Art Rosenholzton. Aber da haben wir wirklich nur ein paar Steinchen davon. Ja, nicht schlecht. Also ich bin begeistert. Ich würde fast am liebsten direkt anfangen. Ja. Ganz, ganz schönes Bild. Oh. Und da ist sie, unsere Hedwig. Timi hilft mir, das Bild zu beschweren, damit es sich nicht einrollt. Und ich finde es wunderschön. Ich bin sehr gespannt, wie dieses schöne Bild fertig aussehen wird. Timi anscheinend nicht so, der tigert davon. Und da haben wir nochmal die hübsche. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich euch den Druck gezeigt? Der Druck schaut ja wirklich wieder richtig gut aus. Also da kann ich wirklich gar nichts meckern. Das ist wie bei der Tabby Cat einfach wunderschön und kommt richtig toll. Diese Bilder kann man sowohl mit Lightpad als auch ohne Lightpad perfekt painten. Das finde ich immer wirklich toll und auch wie hier alles rauskommt. Ich bin so gespannt, wie das ist, wenn es gepaintet ist. Hier unten haben wir auch nochmal die Lizenzierung, was ich immer wirklich schön finde. Wie gesagt, das Bild war doch sehr teuer. Aber ich denke, das liegt in dem Fall wirklich an den Lizenzrechten. Ja, und unsere Leinwand ist ja auch wirklich wieder perfekt. Unsere Legende an der Seite ist auch wieder schön groß zu lesen, an beiden Seiten. Hier haben wir nochmal die zwei AB-Farben und dann kommen die normalen. Doch, das finde ich wirklich sehr toll. Und die Qualität von der Leinwand ist einfach schön. Sie ist sehr weich, sie ist abgesteppt am Rand und lässt sich wirklich super glatt legen. Wenn man das Bild ausrollt, ist es ja meistens so, dass die Ecken sich ja noch ein bisschen hochrollen. Einfach liegen lassen. Diese Wände, Leinwände, die tun sich von alleine glatt legen. Das finde ich einfach wirklich gut. Ja. Und da haben wir auch nochmal unseren Slogan. Diamond Art Club, do what makes you sparkle. So, kleine Hedwig. Damit ist dieses Video jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war jetzt heute nicht ganz so lang, aber
dieses schöne Bild werden wir demnächst dann irgendwann mal painten. Steht auf jeden Fall ganz oben mit auf der Liste und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich denke mal, im März werden wir das anfangen. Bis dahin, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, danke fürs Reinschauen. Bis bald. Ciao, ciao.